Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir gehen heute zuerst zur Magiergilde hier. Bisschen östlich, südöstlich, kleines bisschen. Holen uns diese Ebenerz-Bracers. Ich hoffe, wir können das genug tragen. Also, dass der Platz in unserem Inventar reicht dafür. Oh, jetzt haben wir den endlich mal wieder markiert. Weil in der letzten Folge haben wir festgestellt, die Markierungen waren einfach alle weg. Alles, was wir hier entdeckt hatten, einfach weg. Und ich hoffe, dass Inventar und so weiter, also was die im Sortiment haben, bleibt. Magic Item. Der hatte hier irgendwo Ebony Bracelet, genau den. Ja. Ja, nehmen wir. Dann können wir den auch schon mal ausrüsten. Hier, der ganze Leder müssen wir auch noch verkaufen. Hier, Adamantium Bracelet weg. Und dafür Ebony Bracelet. Warte mal. Hier 26, 31, 17. Und hier 27, 18, 32. Hat überall eins mehr gemacht. Das heißt, wir wissen, was wir gleich verkaufen können. Da kriegen wir noch mal ordentlich Geld dafür. Zurück. Dann müssen wir jetzt hier noch mal schauen. Wo hatten wir das gefunden? General Supply Store. Den müssen wir wieder finden. Oh. Guten Tag. Du kannst mir bestimmt sagen, wo hier, genau, Karonis General Supply Store. West of here. Okay, vielleicht ist die Stadt einfach so geblieben, wie sie vorher war. Nur unsere Markierungen sind weg. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Was hier? Bin ich hier schon richtig? Irgendjemand? Da. Sag mal, Equipment Store, Karone General Supply Store. Ja, perfekt. Dann. Ach, hier, das Gebäude im Süden. Ist das das? Ja. Können wir hier den ganzen anderen Zeug hier erstmal verkaufen? Die Lever Graves. Lever Boots. So. Ah, den können wir ja auch verkaufen. Ja. 69 Gold, ja. Shield weg. Light Shield auch. Die Zaschis können beide weg. Besser Ring of Shield. Da manche Bracelet, genau der kann weg. 937. Und dann hatten wir hier noch irgendwas. Ja.
war's dann. Hammer. Und hier Ebony Kyras. Das ist es. Wir brauchen. Und. You just bought yourself the best damn Ebony Kyras on this side of the continent. Nice. Dann rüsten wir uns den mal aus. Ah. Wie nice das schon aussieht. So ein bisschen anders. Also, es hat was auf jeden Fall. Das eben jetzt, das eben jetzt, das eben jetzt, das hier ist eben jetzt. Fehlt nur noch das hier, das, das. Für die und die. Dann haben wir alles eben jetzt. Das nenne ich Vollendung. Beziehungsweise ist noch nicht Vollendung. Warte mal, wie viel Geld haben wir denn eigentlich? 7072. Ja, dann heißt es für uns eigentlich nur noch Schulterstücke links, rechts, Handschuhe, Hose und Schuhe zu holen. Die Schuhe und die Handschuhe finden wir ja in Hammerfell. Das heißt, kümmern wir uns. Warte mal, gibt's da noch was in Elsewhere? Ne, Somerset, Blackmarsh, Skyrim, Somerset, Hammerfell, Blackmarsh, Hammerfell. Okay, das heißt, nur Hammerfell und Skyrim müssen wir mal wiederholen. Dafür. Und dann müssten wir warten, dass wir da und dahin gehen, um den Rest zu holen. Hier und hier habe ich jetzt nichts auf meiner Liste. Ne, da wollte ich jetzt nicht hin. Okay. Können wir mal anfangen mit den Halls of Colossus. Ne, warte mal, bevor wir das machen. Müssen wir hier ein Safe Game machen, weil wir jetzt die Ebenerzdinger da haben. Da können wir jetzt losreisen, dahin. Die Hallen des Kolossus. Und los. The Halls of Colossus. You stand before the gigantic walls of the Halls of Colossus. Built by giants in an age-long past. The wind echoes mournfully through the empty battlements. Here lies the fourth piece of the Staff of Chaos. Boah, sieht schon nice aus. Oh, hier haben wir schon Toten. You enter the secret passage to the Hall of Colossus. The floor here is covered in a fine mold, stretched by large sharp claws, and the air is warm and moist. Okay. Hier haben wir aber auf jeden Fall schon Toten. Hm? Nehmen wir mit. Boah. Der hat mich jetzt erschrocken. Ah, hier haben wir aber wieder was. Hier ist, glaube ich, keine geheime Tür oder sowas. Wieder hin. Hier haben wir. Ja. The Lizard Man has nothing usable. Da gehen wir aber noch nicht hin. Wir gehen mal auf die Seite, diese Tür. Ich weiß, vielleicht ist hier auch. Ja, hier ist auch noch ein Silberhelm. Oh, hier ist noch eine Tür. Ah, hier geht's auch. Hier auch. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Das ist der Ausgang? Ja, das ist der Ausgang. Da war noch eine geheime Tür. Hin. Das.
Ich habe einen Schlüssel. Eine Gold Key. Den werden wir definitiv noch. Gehen erstmal hier raus. Da wird. Oh. So, und ein Raumschiff, okay. Also, was geht in Ordnung? Ist das eine Geheimtür? Nope, keine Geheimtür. Hier ist auch keine Geheimtür. Erst ab hier irgendwo. Der hat 40 Gold immerhin. Ab will ich nicht. Sonst keine Geheimtüren. Wir gehen erstmal durch. Wieder jede Menge Zeug zum Verkauf. Jede Tür ist verschlossen hier. Hier noch eine Geheimtür? Mal auf der Map schauen. Geheimtür. Ich muss aber ehrlich sagen, ich freue mich schon, wenn ich schon mit den nächsten Teilen anfange. Also ich meine jetzt von The Elder Scrolls, weil mich ebenfalls schon die Story dahinter fasziniert, interessiert. Arena, das ist eher sehr, sehr stark monoton. Da ist es nur halt, schnappt ihr einen Stabteil nach dem anderen. Da die Dungeons sind immer, also die sind schon geil gemacht worden. Hier diese Hauptdungeon meine ich jetzt. So, von Elden Grove hat mich am meisten hier begeistert, sage ich jetzt mal so. Am meisten hervorgestochen, finde ich. Weil das nicht so wie die anderen Dungeons nur hier noch. Wollte ich jetzt sagen, genau. Nie so in so einer Höhle sind oder sowas, sondern Elden Grove ist schon ein eigener Garten, ja. Ah, okay. Er hat zwei Türen. Und dann sogar noch eine Unterwasser, beziehungsweise unterirdisch. Also erstmal war es nur ein Garten und dann noch unterirdisch dieses Höhlensystem mit Wasser und so weit. Ja, da hatte ich mega Schiss gehabt, so dass ich drauf gehe oder so. Hier müsste vielleicht ein Schatz. Du bist kein Schatz. Irgendwo sind hier noch Orks. Ich bin am überlegen, vielleicht. Wir gehen erstmal hier nach. Genau, hier müsste es. Klappt noch nicht. Zumindest nichts von den Gegnern hier. Nicht. Und Bad Boots. Ja, wir gehen hier mal rum. Schauen, was wir hier finden. Außer ein Ork, der uns überraschen will. Hier sind hauptsächlich nur Orks. Gold immerhin. Ja,
Ja, wir gehen hier erstmal nach. Hier tropft. Irgendwo. Gehen wir hier mal rein. Ja, enttäuschend, kein Schatz. Hier ist irgendwo eine Geheim. Hier haben wir sie. Und bringt mir nichts. Bringt mir gar nichts, hier zu sein. Nichts. Ah, hier sind zwei geheime Türen. Okay. Ne, hier waren wir noch gar nicht. Irgendwo noch einer. Aber wir müssen eben ganz kurz rein. Bei den Gegnern hier. So, wo wollen wir zuerst lang? Wir haben hier ja was weg. Bin ich hier denn überhaupt richtig? Ja. Gibt's einen Grund. Warte mal, gibt's da noch? Ja, auch nope. Da unten gab's doch noch eine Tür. Okay, wir könnten auch da lang mal gehen. Hier oben haben wir ja den Bereich schon. Fehlt nur noch hier unten. Dann so weit im Westen wie nur. Mal eben durch die Tür da hinten gehen. Schauen, was da jetzt kommt. Oh, Geheimtür sogar. Frage ist, die ich mir stelle, wie viele Schlüssel müssen wir zusammen haben? Einen goldenen Schlüssel haben wir ja schon. Noch weiß ich nicht, dass, wie viele wir brauchen. Ja, 60 Gold. Schauen wir mal. Hier geht es nur nach Norden. Oh, Crystal. Gute Crystal. Ja, können wir wieder zurück. Schauen wir mal an, wo wir hier hinkommen. Die Tür kennen wir ja schon. Also ist hier weiter dran. Hier geht's zwar weiter, aber wir wollen hier noch ein bisschen weiter erkunden.
Gold immer. Wegen diesem dünn, dünn, dünn. Hört man gar nichts anderes mehr. Okay, aber wie kommen wir jetzt zu dem Teil? Muss ich den Weg jetzt hier wieder von vorne und dann hier so rum? Ich hätte auch ahnen können, dass der Weg, der weiterführt, direkt hier oben, also direkt einfach nur geradeaus war. Warte. War hier die geheime Tür? Ah, ganz lieb. War jetzt mein. Müssen die dieses Trommeln machen? Mit diesem Trommeln, man hört keine Gegner oder sonstige. Hä? Zwei Gänge nach unten. Okay. Okay. Und was heißt das? Zwei Gänge? Hier gehen wir mal nicht. Kennen wir alle. Das jetzt mit zwei Gängen. Oder heißt das, einer führt nach oben, der andere nach unten? Mehrere Etagen gibt oder sowas, also noch viel, viel mehr. Kommt, hier kommen wir auch nicht weit. Ach, geht's weiter. Ja. Ah, hier sind wir jetzt. Hier sind wir jetzt. Oh, genau. Hm? Jetzt kommt es, hier finden wir noch einen Schlüssel. Okay. Ich habe aber so ein Gefühl, es geht da noch irgendwie hier weiter. Aber ich mach mal. Ja, wir machen den hier. Der ist näher dran an uns. Ich wollte eigentlich mal schauen, welcher dann der richtige Weg wäre. Aber wir machen zuerst den anderen. Wissen die? Genau hier. Ins Licht. Und dann würde ich sagen, hier speichern wir einmal. Hier speichern wir auf die 3. Und für den anderen speichern wir auf die 4. Auch hier ist die erste Tür. Okay. Warten. Muss ich mich jetzt selber noch mal heilen? Müssen die Ratten mir jetzt auf den Sack gehen? Hier kann ich schon mal rein. Warte mal, wenn ich hier jetzt reingehe. Ah, okay. Aber wir gehen trotzdem schon mal noch mal kurz runter, weil hier noch etwas. Ich weiß, was ich hier noch alles finde. Ja, Drecksratten. Hier ist ja noch eine. Wo geht die denn hin? Oha.
Oha. Gehen trotzdem noch mal rum. Ah, okay. Hier kommen wir nicht so einfach durch. Ja, die Ratten gehen mir auf den Sack gerade. Auch nochmal. Hä? Oh, hä? Oha. Digga, wie groß ist denn das Ding hier? Haben wir noch eine. Also 6 Türen haben wir. Ah, ne. Weh, ich bin deinetwegen diseased. 6 Vieh. Zombie hat nichts. Healing. Und nochmal rum. Oh. Da haben wir noch einen. Hier mit den Ratten ist es heftig. Jo. Und dann ist das hier wahrscheinlich das, was irgendwie nach oben führt oder so. Gehen noch mal runter. Was sind jetzt? Hm? Okay. Da ist die magische Tür, wo wir nicht hinkommen. Und dann von hier kommen wir wahrscheinlich. Schauen wir mal, ob hier irgendwo vielleicht noch ein Stand ist oder. Ja, die Ratten übertreiben hier. Und hier kommen wir. Kommen wir nicht weiter. This is a magic. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge erfahren wir, wie es weitergeht. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.